Das. Und normale Gummi. Gut, das ist schön. Alle Kinder haben irgendetwas Künstlerisches in sich. Nicht? Und bei den meisten hört es irgendwann mal auf. Und das ist schade. Bei mir hat es nie aufgehört. Auch weil meine Mama das sehr befördert hat. Und sie selber hat Bücher illustriert, Kinderbücher. Gut. Jetzt muss ich schauen. Ich bin Maler. Und wie viele Maler gibt es überhaupt noch? Und ich meine, wer sitzt schon auf der Straße und tut malen? Höchstens Amateur, aber ernsthafte Künstler eigentlich nicht. Aber ich mache das, weil es zu mir gehört. Ja. Der künstlerische Bereich ist für mich fast der Gipfel vom menschlichen Können. Ich weiß nicht, ob es mir klingt oder nicht, aber ich möchte mich auch dazu zählen, das heißt, etwas dazu beitragen. Das überlebt es wenigstens eine Zeit lang. Und wen kümmert es in 10 Jahren, wer Europa Cup gewonnen hat? Das ist doch egal. Meine Kunst tut meine Erfahrungen und meine Erkenntnisse auch widerspiegeln, denke ich. Und das möchte ich so durch die Kunst weiterleiten, besonders an meine Kinder. Und dass sie mit der Zeit zu einer Erkenntnis kommen, was das alles bedeutet. Meine Kinder, die sind mir sehr wichtig. Die Gebäude, die haben eine menschliche Dimension. Und werden altersschwach und krumm und was auch immer. Und das versuche ich dadurch ein bisschen hervorzuheben. Die haben auch ihre Persönlichkeiten und Abgründe auch. Ich denke, ich kann etwas sagen, das vielleicht eigenartig ist. Ich hoffe, es ist eigenartig und eigenartig genug. Und dass andere Generationen das auch sehen und davon etwas nehmen können. Nicht? Und da, um das geht es. Ja. Das sieht aus so im Stil wieder. Wie heißt das? Der Schallenuchli, der hat da so Häuser. Ah, der Garijet. Also, die selben Häuser sind auch so. Ja, das stimmt. Stimmt. Ein Licht schön schief, ja. Oder? Ich möchte noch ein paar Jahre also da sein für meine Kinder, weil die sind noch jung. Und ich möchte, dass ich sie ein bisschen begleiten kann, wenigstens bis sie erwachsen werden. Ja. Mehr verlange ich eigentlich nicht. In 100 Jahren, wer kümmert sich darum? Wer hat da noch Interesse an das, was ich mache jetzt? Und im Universum ist das irgendwie wichtig. Und man muss sich dann klar sein, dass das nicht wichtig ist.